Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Sportwetten-Stammtisch und von der Sports Betting Academy. Und ich möchte euch in diesem Stammtisch sehr offen mit euch über das Thema Sportwetten reden, wie meine Geschichte auch war zu diesem Thema, wie die Geschichte auch von anderen Teilnehmern schon ist. Und die Frage stellt sich ja in der Regel immer, wenn wir Sportwetten betreiben, gibt es denn überhaupt eine nachhaltige und seriöse Art und Weise, wie wir damit wirklich Geld generieren können und nicht nur Geld damit verbrennen? Und mit dieser Thematik beschäftigen wir uns heute auch wieder in diesem Stammtisch. Wie komme ich denn vom Geldverbrennen weg hin zu einer Möglichkeit, dass ich eben mit Sportwetten mir nebenbei mehrere hundert Euro oder wenn man das halt ganz intensiv betreibt, auch mehrere tausend Euro damit generieren kann. Und über das möchte ich heute mit euch wirklich im Detail wieder sprechen. Was erwartet dich? Das heißt, ich habe hier heute zwei Beispiele vorbereitet. Auf der einen Seite sofort Profite realisieren können, komplett ohne finanzielles Risiko. Das werde ich euch zeigen, wieder mit zwei Beispielen. Dann haben wir wieder unsere drei Fallstudien von sehr erfolgreichen Teilnehmern und ich zeige euch dann auch, wie die Teilnehmer zum Beispiel, die das bei uns in den Kursen auch schon sind, wie die uns bewertet haben. Also wir sind ja hier auch gelistet bei so einer externen Bewertungsplattform und dort können ja Teilnehmer dann unsere Kurse bewerten und das möchte ich euch heute ein bisschen zeigen und drei Tipps, wie du eben mit Sportwetten auf die Siegerstraße kommst, also was du hier machen kannst, um eben dann damit Profite zu generieren. Gut. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an, ein bisschen auch über meine Geschichte, damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernt. Ich bin ein Zahlen-Nerd. Ich gebe das wirklich offen und ehrlich zu. Ich liebe es, mit Zahlen zu arbeiten. Und komme eigentlich aus dem kaufmännischen Bereich. Das heißt, ich habe die Handelsakademie gemacht in Treibach-Althofen in Kärnten und es war damals schon zu meiner Schulzeit, also wie ich im Matura-Jahr war, war es eben schon diese Faszination hier mit sehr vielen Zahlen in Konfrontation gewesen zu sein im Zusammenhang mit Sportwetten. Ich habe dann aber auch parallel zu meiner Ausbildung, also während der Matura-Zeit, habe ich schon für ein Wettbüro gearbeitet, also quasi am Wochenende. Und nach der Matura-Zeit war ich dann sehr lange Erwachsenenbilder. Das heißt, ich habe bei der Voestalpine in Leoben, falls das jemand kennt, war ich eben für die Ausbildung von dem ECDL, also diesem Computerführerschein. Damals war das ja noch brandneu. Das kann man sich heute gar nicht mal vorstellen. Aber damals habe ich eben diese Anwendungsprogramme erklären müssen für die Mitarbeiter von der Voestalpine. Und das habe ich 3 Jahre lang gemacht. Und dann wurde ich eben gefragt, weil ich ja damals schon für diese Sportwettenindustrie gearbeitet habe, ob ich es mir nicht vorstellen könnte, Mitarbeiter auszubilden für den Wettschalter. Ja, das heißt, ich habe damals eben viele Jahre lang für die Firma Wettpunkt gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das für jemanden ein Begriff ist. Und Wettpunkt hat zum Beispiel damals sehr stark expandiert in Österreich und hat halt immer eine Filiale nach der anderen aufgemacht. Und die haben mich halt gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, hier Schulungskonzepte zu entwickeln, um dann die Mitarbeiter dort auszubilden. Und das habe ich dann über 10 Jahre lang gemacht. Und dann ist eben Wettpunkt von Cashpoint, das ist auch ein österreichisches Unternehmen, in Deutschland heißt das Xtip, in Österreich heißt es Cashpoint, ist das aufgekauft worden. Also die haben fusioniert. Und ja, und dann wurde ich quasi eben durch diese Fusionierung, wurde ich nicht mehr gebraucht, weil sie dann bei Cashpoint eben eigene Leute gehabt haben. Ja? Und dann habe ich eben angefangen, hier anderen zu helfen. Das heißt,
nicht nur jetzt das 0815-Wissen zu verstehen, sondern weil nämlich mit Sportwetten auch ein sehr großes Leid mit eingeht. Ja, das heißt, ihr werdet es dann auch sehen nachher im Laufe der Präsentation, dass eben die meisten Menschen mit Sportwetten eigentlich nur Geld verlieren. Und dann haben wir im Jahr 2018 haben wir die Sports Betting Academy gegründet, wo ich eben damals die Idee gehabt habe, okay, ich gebe all jenen, die das interessiert, mein komplettes Wissen, was ich 18 Jahre lang mir angeeignet habe, an andere Menschen weiter, die das Thema interessant finden. Und damals haben wir uns auch so gedacht, naja, ob das jemand interessiert, haben wir damals nicht gewusst. Nur heute sind wir sehr froh, dass es sehr viele Menschen auch gibt, denen wir schon helfen konnten und können, weil die Academy hat jetzt da bereits knapp 700 Mitglieder und die eben entweder bei uns bei den Stammtischen sind oder von uns regelmäßig E-Mails bekommen oder bei uns in den Kursen zum Beispiel drinnen sind. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das weiter, wir helfen den Menschen und somit sind wir jetzt in dem Zusammenhang auch im deutschsprachigen Raum die größte Ausbildungsplattform für das Thema Sportwetten. Und wir sind auch hier sehr neutral. Ja, also wir haben zum Beispiel keinen Affiliate-Deal mit irgendeinem Wettanbieter, sondern wir zerlegen diese Industrie bis ins kleinste Detail und zeigen dann, welche Schritte überhaupt notwendig sind und möglich sind, dass wir eben mit Sportwetten überhaupt Erfolge feiern können. Und ihr seht das da unten auch. Also wir zeigen eben euch das, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, warum die meisten Sportwetter dauerhaft verlieren und erklären im Detail auf, wie jeder einzelne Sportwetter komplett eigenständig durch unsere Methoden auch ohne finanzielles Risiko mit Sportwetten Profite erzielen kann. Und mir ist es auch wichtig, dass ich am Anfang das sage. Das heißt, bei uns werdet ihr verzweifelt nach einem 0815-Tipp-Service suchen, ja, sondern wir gehen hier in die Tiefe rein. Ja, das heißt, ihr müsst das wirklich wie eine Ausbildung sehen, wo ihr danach, wenn ihr das ganze Wissen habt, nie wieder einen Tippservice braucht, weil ihr genau wisst, nach was ihr Ausschau halten müsst, wenn ihr wirklich Sportwetten professionell betreiben möchtet. Gut, und ich habe da jetzt etwas vorbereitet. Und da würde ich euch bitten, dass ihr einfach einmal dann auch im Chat mitmacht. Und zwar möchte ich heute über die ungeschönte Wahrheit über das Thema Sportwetten mit euch sprechen. Und ich habe hier ein Bild vorbereitet. Was erkennt ihr auf diesem Bild? Schreibt einfach einmal so eure Gedanken da hier freien Lauf rein, was ihr hier seht. Bin ich gespannt. So. Jetzt sehe ich schon wieder nicht den Chat. Hopp. Das war noch zu früh. So, hört ihr mich noch? Bin da immer so unsicher bei diesem Programm. Kann einmal jemand was in den Chat schreiben, bitte? So, muss ich mal kurz, sieht man mich noch? Ich bin mir da nicht so sicher bei dem. So, machen wir das auf Stopp, dass man mich sieht. Ja, höre gut. So, ich habe mal kurz unterbrochen, dass ich jetzt den Chat wieder sehe. Okay, es ist, funktioniert noch alles, gell? Ah, okay, passt. Ja, aber das Thema ist nämlich immer so bei Zoom, wenn ich den Bildschirm freigebe, dann sehe ich diese Oberfläche nicht, wenn ihr zum Beispiel was hineinschreibt. Okay, also ich gehe jetzt noch einmal zurück auf dieses Bild und die Christine hat schon reingeschrieben, Automaten, Bildschirme und Menschen, die am Automaten spielen. Okay, dann, wer von euch war denn schon einmal in einem Wettbüro? Der Andi schreibt, ich sehe Menschen, die wahrscheinlich langfristig mit Sportwetten viel Geld verlieren. Damit hat er recht.
Okay, der Michi war schon einmal in einem Wettbüro. Noch jemand im Wettbüro gewesen? Also ich war natürlich schon sehr oft im Wettbüro. Und ich möchte euch heute etwas mit diesem Bild zum Ausdruck bringen, und das wird sehr vielen Menschen jetzt da hier, die was sich diesen Call anschauen, live oder dann in der Aufzeichnung, nicht gefallen. Und zwar über eine Bewusstseinsebene, die ich euch hier, so hart es klingt, mit auf den Weg geben möchte, was die ungeschönte Wahrheit im Zusammenhang mit Sportwetten ist. Und zwar habe ich mir hier in diesem Bild auf der rechten Seite, das ist der Paul. Und der Paul, der geht jede Woche ins Wettbüro. Und der Paul hat dieses Mindset. Mein Bauchgefühl sagt, dieses Team wird gewinnen. Wer hat auch dieses Mindset, dass ihr euch auf euer Bauchgefühl verlässt beim Sportwetten? Gibt es da jemanden, der auf Bauchgefühl wettet? Okay. Der Andi schreibt nicht mehr. Die Christina schreibt nein. Der Sascha ja immer gemacht. Der Michi auch nicht mehr, weil er sich schon mit dem Thema Value beschäftigt. Schon auch. Der Leonhard schreibt zum Beispiel Wahl mal, jetzt nicht mehr. Patrick Früher ja. Reinhard Gruder ja, kommt vor. Okay, ich habe jetzt aber hier noch auch in der Mitte, da hier, den Stefan. Ich taufe ihn einfach Stefan. Okay. Und der zum Beispiel hat in seinen Gedankengang schnell 10 Euro auf 8er Kombi, kommt fix, kann 1476,23 gewinnen, endlich Urlaub damit fliegen. Wer erkennt sich in dieser Situation? Dass er öfters ins Wettbüro geht und versucht jetzt mit wenig Geld sehr viel Geld zu gewinnen, um sich gedanklich dann schon auszumalen, was ich denn mit diesem Gewinn machen könnte. Gibt es da jemanden in der Gruppe jetzt, der das so sieht? Okay. Also der Sascha schreibt, ja, so schaut's aus. Dann Christina sagt, ich zum Glück nicht, bin ja neu dabei. Sehr gut. Und der Michi, ich habe nie Kombis gespielt, eher nur Systemwetten. Systemwetten sind im Endeffekt auch Kombinationswetten. Auf das können wir dann auch noch im Detail eingehen, dass das halt eine große Anzahl von Kombinationswetten sind, eben auf einem einzigen Wettschein. Ja, und dann habe ich da in der linken Ecke hier einen Spieler, der schon sehr oft ins Wettbüro gegangen ist. Und bei diesem Spieler hier passiert Folgendes in seinem Kopf. Ich habe das jetzt abgekürzt mit, ihr kennt das Wort eh, wieder ein Tipp falsch, die Mannschaft voll die Loser, die sind schuld, bin schon 4.782 Euro im Minus. Wer hat sich hier ertappt, der regelmäßig ins Wettbüro geht, die Spiele mitverfolgt, wenn die Mannschaft nicht eintritt, also das Spiel nicht eintritt, dann sind diese Mannschaften natürlich schuld, weil sie ja nicht so gespielt haben, wie wir das auf unseren Wettschein uns erhoffen. Und unterm Strich dann ein riesen fettes Minus schon am Bankkonto existiert. Der Michi schreibt was ganz Interessantes, die Mannschaft sind nicht schuld, ich habe nur falsch analysiert.
das Thema werden wir dann auch noch eingehen. Nur das, was ihr jetzt seht, das ist die Realität für all jene, die in ein Wettbüro gehen. Die kennen nichts anderes, die kennen nur dieses Bild. Okay? Das ist jetzt die eine Seite. Und jetzt möchte ich dieses Bild etwas für euch erweitern. Denn es gibt nämlich auch noch ein zweites Bild. Und auf dieses zweite Bild möchte ich mit euch jetzt ganz im Detail eingehen, damit ihr diese Zusammenhänge versteht, warum das hier passiert. Okay? Weil wir müssen eines verstehen, das, was diese drei Herrschaften hier machen, bedeutet keine Verantwortung zu übernehmen in das eigene Wissen, Punkt 1. Und das ist alles nur Ablenkung. Man muss ja sein Hirn nicht einschalten und einfach nur blind auf dem Monitor irgendwelche Zahlen andrücken, damit ich eben dort eine Wette platzieren kann. Aber die Hintergründe, das kennen diese Menschen hier in diesem Wettbüro nicht. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten Bild. Und dieses zweite Bild schaut so aus. Was glaubt ihr, könnte das hier sein? Bin auf eure Meinungen gespannt. Nach was schaut das aus? Der Johannes schreibt Broker, der Leonhard schreibt die Buchmacher. Genau, wir kommen in die richtige Richtung, die Buchmacher. Was macht denn ein Buchmacher? Wer kann man das sagen? Was hat der für einen Job? Na? Da sitzen jetzt in diesem Raum 10, 20 Leute und was machen die denn den ganzen Tag da drinnen? Umsatz generieren. Keine Bücher herstellen, ja genau. So, der Reinhard kommt schon einmal der Sache sehr nahe, bewertet Wahrscheinlichkeiten. Der Michi schreibt, der Buchmacher erstellt die Quoten. Wenn wir uns jetzt da an das Bild zuvor erinnern, da haben wir viele Monitore gehabt, wo die Menschen vor diesen Automaten gestanden sind. Und auf diesem Monitor, also bei diesen Automaten, sehen wir ja dann Spielbegegnungen, sehen wir Wettquoten, die, was wir halt dann als Endkunde auswählen können. Aber damit das eben dort überhaupt dargestellt werden kann, braucht es ja noch eine andere Instanz, die uns diese Informationen eben dort darstellt. Und da reden wir von einer Buchmacherabteilung. Und diese Buchmacherabteilung, die macht jetzt Folgendes. Und zwar, dieser Herr zum Beispiel beschäftigt sich mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit. Mit dieser Situation beschäftigt sich kein 0815 Sportwetter. Ein Buchmacher muss das aber machen, weil er möchte so viel Geld wie nur möglich mit euch verdienen. Das heißt, durch Daten, durch Analysen, durch Informationen in tausendfacher Fülle hat der Buchmacher natürlich sehr oft einen Informationsvorsprung uns gegenüber als Endkunde, um eine sogenannte Wahrscheinlichkeit zu ermitteln. Und wir müssen verstehen, Sportwetten, das Wort Sportwetten, Wetten als solches, ist ein reines Wahrscheinlichkeitsspiel. Und der Buchmacher liefert uns das in sogenannten Wettquoten. Okay? Und im ersten Schritt geht der Buchmacher her, die Abteilung, die Buchmacherabteilung, die Trader, natürlich ist es heute schon sehr viel automatisiert, die gehen jetzt daher und ermitteln eine Eintrittswahrscheinlichkeit anhand von all ihren Daten, die ihnen zur Verfügung stehen. Und jetzt ermitteln die daraus zum Beispiel eine Wettquote, bei 50% zum Beispiel, eine Wettquote, die fair ist, zum Beispiel bei 2,0. Das weiß der Buchmacher.
Aber er geht jetzt her, und jetzt nehmen wir wieder das Bild von vorhin her, wo die alle im Wettbüro sind, und sagen, wir verkaufen das, obwohl wir wissen, dass das FIAP 2,0 ist, nur zu 1,8. Und dann passiert genau Folgendes, dass die ganzen User, Teilnehmer, Besucher in den Wettbüros nur noch auf die Quote 1,8 drücken. Sie hinterfragen nicht einmal, ob diese Wettquote überhaupt irgendwie fair ist, ob die der Wahrscheinlichkeit entspricht, weil das ist ja mit Arbeit verbunden. Weil da muss ich ja meinen Hirnkastel einschalten, auf gut Deutsch. Und nehmen und akzeptieren diese Wettquoten blind an. Nur diese Wettquoten sind so ausgerichtet, dass du als Endkunde in einem Wettbüro nur verlieren wirst. Langfristig. Und da spielt es keine Rolle, welche Meinung ich habe, welches Bauchgefühl ich habe. Wir reden hier bitte von langfristig. Wir reden hier von Tausenden von Wetten. Wir reden nicht einmal nur einmal hingehen und auf gut Glück und einmal heute Champions League und dann das ganze 5 Jahre nichts mehr. Wir reden von einem Prozess, der konstant immer und immer wieder ausgeführt wird. Dann werden wir hier feststellen, dass wir in der Regel mit Sportwetten im Minus sind. Und jetzt ist natürlich die Aufgabe von der Buchmacherabteilung, diese Information so schnell wie möglich in den Wettbüros anzubieten, auf den großen Bildschirmen, dass die Kunden diese Quoten unter dem tatsächlichen Wert kaufen. Jetzt haben wir aber hier noch einen zweiten Herrn. Der beschäftigt sich zum Beispiel mit der Situation, High-Stake-Punter zu beobachten. Was sind High-Stake-Punter? Das sind Personen, die sehr große Geldbeträge, aber nicht in der Regel bei deren, ja, also in diesen Wettbüros, also bei diesen, in dieser Buchmacherabteilung oder bei diesem Wettanbieter zu spielen, sondern über Pinnacle zu spielen. Pinnacle zum Beispiel ist ein asiatischer Wettanbieter, wo es möglich ist, auch theoretisch gesehen Millionenbeträge zu setzen. Jetzt ist aber auch Folgendes, dass eben diese Einsätze, die dort getätigt werden bei diesem großen Wettanbieter Pinnacle, es dazu führt, dass eben hier die Quoten sich natürlich auch permanent verändern. Und dann sprechen wir hier von einem Quotendrop. Na, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal her, Juventus und Ronaldo, und jetzt kommt da Information raus, der hat sich jetzt zum Beispiel beim Training verletzt, und ein High-Stake-Punter weiß das noch vor dem Wettanbieter. Dann wird er hergehen und bei Pinnacle in erster Linie oder auf Wettbörsen dann sehr, sehr große Geldbeträge setzen, dass zum Beispiel Juventus das nächste Spiel nicht gewinnen wird. Ja, also auf den Gegner zum Beispiel setzen. Somit wandert die Quote nach oben. Das heißt, dass Juventus jetzt gewinnt, wird ja unwahrscheinlicher. Und dann sprechen wir von so einer Quotenbewegung. Und jetzt passiert nämlich eines, dass eben diese Abteilung, also von diesen, diese Buchmacherabteilung, ja, von den Wettanbietern, eben hier sich an Pinnacle orientieren. Wo ist denn deren Quote derzeit? Und ziehen dann diese Quote nach und wiederum zu einem Wert, der für euch extrem schlecht ist in einem normalen Wettbüro. Ja? Das macht zum Beispiel auch jemand hier in dieser Abteilung. Dann haben wir aber hier zum Beispiel noch jemanden, zeige euch das, der sitzt hier hinten, die haben oft Softwareprogramme laufen, die eben Auffälligkeiten bei gewissen Spielen zeigt. Das heißt, wenn sehr große Geldbeträge gesetzt wurden, könnte ein Verdacht der Wettmanipulation im Raum liegen. Das heißt, dass das Spiel geschoben wurde. Und aus diesem Grund passiert dann eines, dass eben die Wettanbieter die Wette rausnehmen und auch stornieren können. Ja? Das heißt, entweder bevor das Spiel angefangen hat, werden sie meistens dann diese Wetten stornieren, wenn zum Beispiel diese Verdachtsfälle im Raum stehen. Und hier gibt es eben auch eine sehr große Firma, die heißt Betradar zum Beispiel, die beliefert diese ganzen Wettanbieter, weil Betradar zum Beispiel die gesamten Einsätze,
weltweit auf diese einzelnen Spiele, läuft da über diese zentrale Stelle zusammen. Und wenn es jetzt hier Auffälligkeiten gibt, die was außerverhältnismäßig sind, werden die Wettanbieter darüber informiert. Und dann können sie aufgrund dessen entscheiden, nehme ich das Spiel noch an oder tue ich das raus, zum Beispiel. Könnt ihr euch das gerne mal auf YouTube anschauen, gibt es einen sehr interessanten Film von, ich glaube von Galileo sogar, über Bettradar. So, dann haben wir hier noch jemanden sitzen, da in der vordersten Front, der beschäftigt sich mit der Thematik, wie kann ich dir das Geld so schnell wie möglich aus der Tasche ziehen. Und dann kommt er mit seiner Möglichkeit her und sagt, okay, wir werden unseren Kunden einen Kombi-Wetten-Bonus anbieten. Und die sagen zum Beispiel, ab einer 5er-Kombi geben wir dir 3% mehr auf den Gewinn. Wer hat das schon einmal gesehen? So Kombinationswetten-Bonus. Lass das gerne mal in den Chat schreiben. Genau. Und genau das wollen Sie damit bezwecken. Warum wollen Sie das bezwecken, dass ihr Kombinationswetten spielt? Weil nämlich, wenn wir jetzt das Beispiel hernehmen, die Zweierquote war fair und 1,8 bietet er dir an als Wettquote. Dann potenzierst du durch die Kombinationswette deinen negativen Erwartungswert. Das heißt, sein Profit wird dadurch erhöht. Das heißt, ab einer 5er-Kombinationswette ist der erwartete Profit, den was der Wettanbieter mit dir generiert, in etwa zwischen 20% und 25%. Das heißt, selbst wenn ich immer nur 1 Euro spiele, ja, nehmen wir mal das Beispiel her, ich spiele immer nur um 1 Euro eine 5er-Kombi und mache das 100 Mal. Dann wirst du in der Regel nur noch 75 Euro zurückbekommen. Ja, das heißt, du hast 100 Euro investiert und bekommst 75 zurück. Und da spielt es keine Rolle, welche Meinung du hast. Wenn du zum Beispiel hernimmst, du kannst den Test gern für dich einmal machen, nimmst du mal her die Wette, wer hat Anstoß? Wer hat Anstoß? Wer kennt diese Wette? Das ist die allererste Wette im Fußball. Wer hat Anstoß? Der Oliver kennt's. Noch jemand? Ja, nie gewettert. Vom Reinhard, der Roger, ja. Okay. Der Michi sagt, habe mich nie getraut, das zu spielen. Dann hast du alles richtig gemacht. Johannes kennt's auch. Und ich möchte euch hier eine Aufgabe geben, die könnt ihr dann jetzt in Ruhe dann später nach einem Vortrag für euch selber mal zu Hause durchdenken. Und nehmen wir mal an, wer hat Anstoß? Mannschaft A biete ich dir an die Quote 1,80. Und Mannschaft B biete ich dir auch an die Quote 1,80. Ja? Ich bin jetzt euer Wettanbieter. Und dann sage ich zu dir, okay, wenn du jetzt eine 5er-Kombi spielst, nur wer hat Anstoß, jetzt als Beispiel, gebe ich dir auf deine Gesamtquote noch einmal 3% Bonus. Und jetzt kommt halt der harte Teil an der ganzen Sache. Es spielt keine Rolle, ob du es so sagst, A hat Anstoß, B hat Anstoß oder A, das spielt alles keine Rolle. Weil jetzt ein essentiell wichtiger Punkt hier auftritt. Was passiert denn bei wer hat Anstoß? Der Schiedsrichter wirft eine Münze. Ja? Und dann kann man sich ausschauen, der Kapitän sagt Kopf oder Zahl und dann wird halt dementsprechend ausgemacht, hab Anstoß oder hab zum Beispiel, bleib auf dieser Seite stehen. Oder? Und jetzt ist aber das Thema, dass der Münzwurf, wenn man den mathematisch zerlegt, dass Kopf und Zahl, dass das eintreten kann, mathematisch gesehen, ist immer eine 50%ige Wahrscheinlichkeit. Und wenn ich jetzt aber eine Wahrscheinlichkeit in eine Wettquote umwandle, brauche ich immer mindestens die Wettquote 2,0. Das heißt, wenn ich jetzt 5-mal sage, es kommt Kopf, und ihr könnt das daheim gerne probieren, 5-mal Kopf hintereinander,
brauche ich oder die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert ist, 1 zu 32. Ja, 1 zu 32, dass das passiert. Das heißt, ich bräuchte auch im Umkehrschluss eine Mindestquote von 32, damit ich mathematisch gesehen weder Gewinn noch Verlust mache. Wenn ich jetzt aber nur eine 1,8er-Quote bekomme und die jetzt da 1,8 mal 1,8 mal 1,8 mal 1,8 mal 1,8 rechne, was kommt da für Gesamtquote raus? Wer kann das jetzt schnell für mich ausrechnen, bitte? 1,8 mal 1,8, also 5 mal 1,8 miteinander potenzieren. Kann man das jemand reinschreiben in den Chat? Kommt da 9 raus? Leonhard hat es schon richtig. Genau, 18,89. Also Christina muss immer rechnen, 1,8 mal, also multiplizieren, 1,8, ja, schaut dann so aus, 1,8 mal 1,8 mal 1,8 mal 1,8, hoppala, habe ich das mal vergessen, so, mal 1,8, so 3, mal 1,8. Dann kommt ebenso, wie es hier richtig geschrieben wurde, die Quote 18,89 raus. Wenn ich jetzt einen 3%igen Bonus habe, müsst ihr noch rechnen, mal 1,03. Was kommt dann raus? 1,03. Genau, 19,46. Und wenn wir jetzt die Wettquote 2, die was fair wäre, multiplizieren, 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2, kommen wir auf welche Quote? Korrekt. 32. So, was bedeutet das jetzt? Jetzt nehmen wir die Situation her, wir spielen mathematisch gesehen genau 32 Mal. Ja, gehen wir mal davon aus, dass das wirklich mathematisch genau bei jeder 32. Runde jetzt ist. Ja, und du spielst jetzt jedes Mal 10 Euro diese Kombinationswette. Dann investierst du in Summe mathematisch gesehen 320 Euro. Und wenn das dann einmal kommt, bekommst du dann 194,60 Euro zurück. Weil die Wettquote 19,46 mal 10 sind eben 194,60 Euro. Wie hoch ist denn hier jetzt unser Verlust? Wenn wir von den 320 die 194,60 Euro abziehen, korrekt? 125,40 Euro für den Buchmacher. Wenn man das jetzt in Prozent ausrechnet, kommen wir auf wie viel? 39% Verlust. Ja. 39,17, also 39,1875 habe ich. Das bedeutet, wenn ich das mache, trage ich freiwillig mein Geld zum Wettanbieter hin, weil er mich hier blendet. Und das ist genau der Punkt. Diese Wahrheit erkennt nicht jeder Sportwetter und möchte es auch gar nicht wahrhaben. Die, was in ein Wettbüro gehen, die erkennen diese Wahrheit nicht.
weil es ihnen noch nie jemand gezeigt hat, dass es diese Wahrheit gibt. Und das ist nämlich das Interessante nachher, wenn man nachher darüber mit vielen Menschen dann redet, die haben dann von Grund auf seine Abwehrhaltung. Die wollen diese Wahrheit nicht wahrhaben, aber verlieren jedes Jahr tausende Euros mit Sportwetten. Und jetzt zeige ich euch noch den nächsten Mitarbeiter hier. Und der beschäftigt sich dann schon mit Teilnehmern, die etwas cleverer sind. Und das heißt dann so Customer Support. Wir haben ihr Konto limitiert und sie von allen Bonusaktionen ausgeschlossen. Wer hat das schon erlebt? Okay, der Leonhard schreibt, ich habe das, dann der Patrick bei Betway vor 2 Tagen, der Reinhard bei William Hill, der Sascha, ja, der Michi weiß noch nicht und der Johannes hat das auch schon erlebt. Reinhard schreibt, Scorecast, Wincast war zu teuer für William Hill. Das glaube ich sofort. Jetzt stellt sich halt die Frage, warum limitiert uns ein Wettanbieter? Und die Antwort, das möchten auch wieder viele nicht hören, ist, weil die Wettanbieter rein gewinnorientiert ausgerichtet sind und dir all dein Geld aus der Tasche ziehen wollen. Das ist der Grund. Es sind nicht alle, Beinecke zum Beispiel nicht. Beinecke, da gibt es hier keine Kontolimitierung. Da kannst du spielen, so viel du willst. Oder eine Wettbörse, da gibt es das auch nicht. Aber die europäischen Buchmacher, wie Tipico, Cashpoint, Admiral, alle, die was wir eigentlich kennen, Bet365, alle, die was einen Rang und Namen haben, gehen dann einfach her und sagen, nee. Der hat uns durchschaut, der ist ein bisschen cleverer als wie unsere Opfer, die was da in den Wettfilialen 5er-Kombis, 10er-Kombis und so weiter spielen. Bei dem müssen wir aufpassen, den tun wir jetzt einmal rot anflecken im ersten Schritt. Und dann passiert meistens eines, dass eben gewinnende Spieler, die was profitabel sind, dass sie sagen, ja, den Kunden möchte ich nicht haben, mit dem verdiene ich jetzt nicht mehr so viel Geld, den stoße ich ab. Und in dem Sinn passiert dann eines, dass dir einfach dann dein Konto sperrt und limitiert. Okay? Und also Oliver, danke, dass du da warst und Johannes. Wir machen da jetzt weiter. Und das ist halt im Endeffekt einer der wichtigsten Punkte, die was wir verstehen müssen, dass wenn eine Kontolimitierung stattfindet, das zwar jetzt im ersten Moment ärgerlich ist, aber wenn dir das passiert, bist du ein profitabler Spieler geworden. Und vor dem haben die Wettanbieter Angst. Na, dann könnten sie ja sofort zusperren, na, wenn das alle machen. Oder? Und ja, das Thema ist zum Beispiel, warum hat noch kein europäischer Wettanbieter das System von Heineken übernommen? Das ist eine sehr gute Frage, Johannes. Na? Das Thema, das frage ich mich selbst schon die ganzen Jahre, Jahrzehnte, ist nämlich einfach auch jenes, dass eben zum Beispiel bis jetzt auf Bet365, aber zum Beispiel Cashpoint, Tipico, alle, die was auch ein Filialnetz zu betreiben haben, extrem hohe Kosten dadurch haben. Personal, Wettfilialen, Miete, Strom. Das heißt, sie müssen unglaublich hohe Margen mit den einzelnen Kunden verdienen, damit das überhaupt erst möglich ist. Und der zweite Punkt ist nämlich auch der, dass eben es anscheinend noch kein europäischer Wettanbieter geschafft hat, das Konzept von Pineckel umzusetzen. Pineckel zum Beispiel arbeitet rein auf Wettvolumen. Das verstehen die europäischen Buchmacher nicht oder wollen sie nicht verstehen. Na?
Anstatt dass ich jetzt da Teilnehmer limitiere, lasse ich den Markt frei offen, oder? Hab zwar immer noch so 2-3% Marge auf den Quotenspiegel, aber der Markt selbst bestimmt den Preis. Und das haben die europäischen Buchmacher, entweder wollen sie das nicht oder haben sie es immer noch nicht verstanden, aber im Endeffekt Pinnacle und Wettbörsen als solches haben das schon verstanden. Und deswegen führt auch früher oder später kein Weg vorbei, sobald die ganzen europäischen Buchmacher dich nicht mehr haben wollen, ja, was ja auch okay ist, ist kein Problem, dann führt aber auch kein Weg vorbei, wenn man das weiterhin professionell betreiben möchte, dass man sich mit Pinnacle auseinandersetzt und auch mit Wettbörsen sich auseinandersetzt. Das heißt, den geistigen Horizont zum Thema Sportwetten als solches sich hier weiterbildet. Oder? Und diese Reise, die was ich euch hier jetzt erzähle, die habe ich schon hinter mir. Und jetzt komme ich zu einem weiteren Bild. Und zwar zu diesem hier. Was ist jetzt eigentlich die Sports Betting Academy? Ja, die Sports Betting Academy kennt beide Wahrheiten. Und unsere Aufgabe, ich sehe mich wie ein, ich sage mal, wie ein Kontrollorgan von den ganzen Chefbuchmachern und Junior-Tradern und so weiter, die was in den Buchmacherabteilungen sitzen und schauen, ob die ihren Job richtig machen. Und wir beschäftigen uns genau mit diesem Thema. Wo macht der Wettanbieter einen Fehler? Wo berechnet er die Wahrscheinlichkeit falsch? Und wenn eben solche Fehler existieren, dann sprechen wir im Fachbegriff von sogenannten Value-Quoten. Für dich noch, Michi, weil du vorher das gefragt hast, nimm diesen Münzwurf her. Mathematisch gesehen ist Kopf und Zahl gleich wahrscheinlich. Wir sprechen hier von 50% Eintrittswahrscheinlichkeit, was eine faire Wettquote von 2,0 widerspiegelt, wenn man eben eine Wettquote in Wahrscheinlichkeiten umwandelt. Das heißt, alle, die was auch schon im Minikurs zum Beispiel von uns durchlaufen haben, da ist die erste Lektion, was sind Quoten und wie werden Wahrscheinlichkeiten in Quoten umgerechnet? Da erzähle ich das ganz genau. Und jetzt gilt es eben dann, Wettquoten zu finden, die über diesem Wert liegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel für Kopf oder für Zahl die Quote 2,50 bekomme, dann liegt die über der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit. Und dann sprechen wir von einer sogenannten Value-Quote im Fachbegriff. Und diese Value-Quoten, das ist das Fundament, um überhaupt mit Sportwetten langfristig Profite erwirtschaften zu können. Gäbe es keine Value-Quoten, würde ich heute keine Sportwette spielen. Dann würde es die Sports Betting Academy als solches nicht geben. Und das ist der primäre Grund. Ich zum Beispiel verdiene mein Geld mit Sportwetten rein über Value-Quoten. Nur ich muss halt in der Lage sein und auch lernen und verstehen können, wie ermittle ich eine faire Quote. Ja, das heißt für alle, jede erdenkliche Wettsituation, die was es am Markt gibt. Und dann sage ich, okay, welcher Buchmacher macht denn jetzt falsch? Das heißt, wir suchen uns die Rosinen, wir picken das so raus. Ja, der ist zu hoch, der ist zu hoch. Nein, die sind alle Schrott, die Quoten. Da zieht dann nur die Leute ab im Wettbüro. Und unsere Aufgabe ist es, wenn wir langfristig mit Sportwetten Profite oder profitabel sein zu wollen, müssen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist genau das, was die Sports Betting Academy macht. In all ihren YouTube-Videos, in all ihren Kursen, die was existieren bereits, zum Beispiel über den Stammtisch jetzt diese Aufklärungsarbeit. Und sobald wir sogenannte Value-Quoten besitzen, dann lassen sich daraus sogenannte Sure-Bets generieren. Das heißt, dass es keine Rolle mehr spielt, ob eine Situation eintreten muss oder nicht muss. Ich kann damit Geld generieren im Zusammenhang mit dem Oberbegriff Sportwetten.
Okay, und da habe ich jetzt was für euch vorbereitet. Und das möchte ich euch jetzt da hier zeigen. Seid ihr noch alle da? Schauen wir mal. Oder sind schon alle gegangen? Das war natürlich. Machen wir eine kurze Pause. Okay, sind ja noch. Okay, gibt es einmal bis hierher Fragen, bevor wir jetzt da weitergehen? Okay. Gut, dann springe ich einfach weiter rein. Ansonsten unterbrecht sie mich einfach bitte, okay? So. Ja, also nur, dass ihr mal versteht's. Und zwar zeige ich euch jetzt da hier das nächste Bild. Das ist deine Sichtweise, deine Realität, die was du bis jetzt kennst. Bayern gewinnt, Quote völlig egal, ich tue einfach viele Spiele auf meinen Schein drauf kombinieren, ich drücke vielleicht sogar noch auf den Cashout-Button und bin aber dran, dann alle Kunden gesehen sind dann mehrere Milliarden Euro im Minus. Das ist die Welt eines normalen Sportwetters. Dann haben wir hier die Sichtweise von einem Buchmacher. Der überlegt sich genau, 1,85 ist die faire Quote, ich verkaufe sie zu 1,60, irgendjemand wird schon kaufen unter dem Wert. Die überlegen sich, wie kann ich meine Gewinne maximieren, indem ich zum Beispiel dann sogenannte Kombinationswetten mit irgendwelchen Bonis kombiniere, die was trotz alledem, selbst wenn ich den Bonus dazugebe, um ein Vielfaches zu wenig ist, damit ich sagen kann, okay, der könnte damit irgendwie einmal Profite machen langfristig. Okay, und also mein Chat. Also. Das sind eben diese zwei Welten. Wir von der Sports Betting Academy kennen beide Welten. Und wir stehen hier genau in der Mitte drinnen. Wir wissen auf der einen Seite, wo die Wettanbieter Fehler machen und wie man die nutzen kann. Wir wissen aber auf der anderen Seite genauso, warum die meisten Menschen mit Sportwetten nur Geld verlieren. Und damit ihr jetzt einmal so einen Vorgeschmack bekommt, was euch eigentlich in der Academy zum Beispiel, wenn ihr uns verfolgt länger, was euch hier erwartet, und wie wir zum Beispiel, Entschuldigung, wie wir zum Beispiel das Thema Sportwetten betreiben, dann habe ich jetzt etwas hier vorbereitet für euch. Ihr könnt das gerne wieder mitschreiben, wenn ihr wollt. Vielleicht gibt es die Quoten noch, ich kann es nicht garantieren. Aber ja, das noch abschließend, das ist unsere Sichtweise, wie wir Sportwetten sehen, aus einer komplett anderen Perspektive. Und wir kennen halt beide Seiten. Die Sichtweise von den Endkunden, in den Wettbüros sind, und die Sichtweise von den Buchmachern. Und ja, und jetzt da können wir hier hergehen. Und jetzt zeige ich euch ein Beispiel, wie wir sofort Profite mit Sportwetten realisieren können und das auch ohne Risiko.